So, meine Damen und Herren, oder grüß Gott aus München. Während Ex-Karina wahrscheinlich sämtliche Einkaufshäuser der Stadt leer räumt, gehe ich in den Untergrund und werde hier in der Münchner U-Bahn ein wenig fotografieren gehen. Ich habe dazu heute nur ganz, ganz wenig Ausrüstung dabei, nämlich ein 50 mm von Sigma mit einer Offenblende von 1,4 und das hängt an meiner 5D. Und ja, mit dieser relativ spartanischen Ausrüstung werde ich heute fotografieren. Der Vorteil liegt natürlich ganz klar im geringen Gewicht und in der geringen Packgröße des Ganzen. Das heißt, ich kann es einfach jetzt mal hier auf einen Städteausflug mitnehmen. Und ich habe außerdem ein sehr lichtstarkes Objektiv mit einer Offenblende von 1,4 dabei, das mir auch in dunklen Räumen, wie jetzt hier eben gerade in der U-Bahn, bei Offenblende eine sehr, sehr gute Möglichkeit gibt, frei Hand ohne Stativ zu fotografieren. Diese 50 mm sind am Kleinbild eine Normalbrennweite. Und was heißt eigentlich Normalbrennweite? Das ist eine Brennweite, die in der Länge in etwa der Diagonale des Bildsensors entspricht. Also bei mir am Kleinbild ist der Bildsensor 36 x 24 mm groß. Das heißt, die Diagonale, Pythagoras und so, ihr erinnert euch vielleicht, 43 mm oder so. Und deswegen, wie gesagt, ist das eine Normalbrennweite rein rechnerisch gesehen. Ein Normalobjektiv liegt also rein vom Bildeindruck her zwischen einem Weitwinkel und einem Tele. Oft hört man ja, dass Normalbrennweiten die Welt so abbilden, wie sie das menschliche Auge sieht. Aber es stimmt schon, dass eine Normalbrennweite ein relativ plastisches Bild der Umgebung liefert. Das Ganze läuft natürlich auch so ein bisschen unter dem Aspekt, seine persönliche fotografische Komfortzone zu verlassen. Normalerweise arbeite ich ja mit sehr, sehr vielen Objektiven, lichtstarken Zooms, die sozusagen mir jede Brennweitenbereich doppelt und dreifach abdecken. Und da hat es manchmal schon seinen Reiz, finde ich, einfach mal auf eine Festbrennweite zu setzen, mit einer festgelegten Brennweite zu fotografieren und darüber auch einfach ein bisschen mal seinen persönlichen Erfahrungsschatz zu erweitern, bewusster zu fotografieren. Die U-Bahn-Station hier am Marienplatz ist ja ein fotografisches Eldorado in sehr, sehr gesättigten Blau- und Orangetönen gefliest. Also auch der Komplementärkontrast Blau-Orange hier sehr gut einsetzbar. Und dann immer wieder diese Linien durch zum Beispiel diese Deckenbeleuchtung oder durch Rillen in den Fliesen, die man sehr, sehr schön fotografisch umsetzen kann. Insgesamt also eine sehr, sehr pittoreske Umgebung, die eigentlich fast aussieht, als wäre sie gebaut worden, um fotografiert zu werden. Auch die Station hier an der Münchner Freiheit ist sehr, sehr schön zu fotografieren. Neu gestaltet irgendwie vor ein paar Jahren mit sehr, sehr vielen Lichtinstallationen in Blau und Gelb und Grün. Und auch da also sehr, sehr viele Fotomotive. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in München zu fotografieren, dann schaut euch auf jeden Fall auch die U-Bahnen an. Ich werde jetzt wieder in die Innenstadt fahren und München weiter kulinarisch erkunden. Bis demnächst.